Jo Leute, willkommen zurück zu 7 Days to Die und heute hoffentlich das erste Mal, dass wir auf eine erfolgreiche Loot-Tour gehen. Da drüben drin. Ich weiß noch nicht, gilt das schon jetzt als Tag oder sind wir noch bei Nacht? So oder so, ich will keinem Zombie begegnen. Okay. Hallo. Ich hab dich gesehen. Okay. Zack. Stirb. Stirb. Okay. Okay. Das. Erstmal das. Dann ist das schon mal safe. Da können wir nämlich die Shotgun mit craften. Ja, eine Sink. Wobei, in der Sink ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich. Ja, ich hab's befürchtet. Ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, eine Pipe zu finden. Und das bräuchten wir wirklich. Also es gibt nichts Wichtigeres gerade. Und am besten direkt zwei. Komisch, ich dachte, ich hätte die alle untersucht. Habe ich doch noch ein bisschen was übersehen gehabt. Okay. Besser direkt aufbrechen. Okay. So. Den haben wir. Und da erstmal alles aufsammeln. Das Problem ist halt durch dieses ganze dieses ganze Gesterbe, verliere ich ja immer alles. Ich meine, das habe ich mir ja selbst zugeschrieben und so weiter und so fort. Aber ist halt echt nervig. Und ich wollte es halt nicht so machen, ja, ich muss halt wieder, ich renne halt einfach direkt wieder hin und hab dann wieder alles. Das wollte ich halt nicht. Was brauche ich eigentlich für einen Molotow-Cocktail? Weil die sind ziemlich stark. 30 Gascans. Das ist echt viel. Das ist wirklich viel. So. Auf dem Weg zu den Häuschen. Werden wir auf jeden Fall die Kakteen kaputt kloppen, die wir sehen. Und versuchen mal so ein bisschen. Echt, der hat mich nicht gesehen. Ich dachte, der hätte mich safe gesehen. Lauf gegen den Kaktus. So, und weg. Okay.
Wir machen das so. Wunderbar. Ja. Wir haben nur noch einen Stein. Weg hier. Alter. Was sind die dummen Drecksviecher denn nicht? So. Scrap. Craft. Stimmt, ich sollte auch kurz warten, dass ich die auch wieder kriege. So. Also, nachdem wir letztes Mal so eigentlich relativ safe waren mit dem Bogen und ich einfach nur hätte weiter so machen müssen, aber mir das zu langweilig war, ich mir kann man ein bisschen mehr auf den vertrauen. So. Ganz viele sind im Übrigen mit dem Bogen überfordert und kriegen den ersten Pfeil nicht aufgelegt. Man muss einmal nachladen drücken, danach muss man das nie wieder machen. Aber das erste Mal muss man auf Nachladen drücken. So, komm schon, Hirsch. Moment, der ist im Wasser. Jawohl, der ist im Wasser, der ist im Wasser. Ausnutzen. Alter, ich treffe nicht einen Pfeil. Ist doch nicht mehr witzig. Wir treiben den ins Wasser. Weil da wären Viecher langsamer. Ich auch, aber ich kann schießen. Das Viech muss ja abhauen. So, schön hinterher, 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 dass ich ihn auf jeden Fall treffe. Sehr schön. Okay. Komm schon, ich brauche einen Knochen. Ich brauche Knochen. Danke. Und so. Brauche ich eigentlich für später brauche ich da für den Blasebalg? Ich glaube, es ist so geschrieben, oder? Bellows, so heißen sie. Brauche ich Leder? Wie viel Leder brauche ich denn? Oh! Ja. Dann crafte mal durch. So. Dann crafte mal durch. Weil bis ich das habe, da geht noch einige Zeit ins Land. Da ist ein Schwein. Ich weiß nur nicht, das sieht aus wie ein Wildschwein.
Greift mich das an? Das greift mich an! Scheiße! Okay. Es ist tot. Ganz offensichtlich. So. Wie viel haben wir? 13 Leder haben wir. Das Haus sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Lage ist super. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier einziehe. Und wenn es auch nur kurzzeitig ist. Sehr schön. Okay. Ich hab's gesehen. Hallo, Skaterboy. So. Oh, Cooking Pot. Zwei Stück. Okay. Okay. Matsch. Matsch. Ich wusste gar nicht, dass man da Knochen kriegen kann für... Ist wirklich nicht schlecht. So. Hier und da ein bisschen was ausbessern. Ja, wir ziehen uns erstmal hier zurück. Ne, ich habe es gerade schon gesehen. Woodframe. So. Und erledigt. Überall Schießscharten erstmal hin. Nein, das war was zum Looten. Okay. So. Das heißt, wir ziehen jetzt einmal um. Also hole ich jetzt erstmal meine Sachen gleich. Und wir müssen hoffen, dass der Airdrop ziemlich nahe ist und Sachen bringt, die wir brauchen. Moment. Ich weiß nicht mehr, wie das war, aber... Ich meine, dass... Man konnte das... Ich muss es ausprobieren. Hoffen wir, dass ich mich nicht irre. Okay, ich irre mich, glaube ich. Ich glaube, ich irre mich. Schade. Ja, ich irre mich. Ich dachte, man kriegt dadurch Pipes. Oder war es das Bett, was man abbauen muss? Ist ja auch hinter mir. Das werde ich jetzt einfach auch abbauen. Ja, okay. Ich dachte immer, man könnte
es auch alternativ bekommen. Okay. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Craft. Und dann können die auch hier drauf setzen. So, dann können wir schon mal eigentlich jetzt gerade nahezu alles da reinpacken. Den auf jeden Fall auch. Den schon mal. Das werde ich gleich trinken. Dich brauche ich nochmal, dich brauche ich nochmal, dich brauche ich sowieso. Dich brauche ich zumindest einen davon. Und das war's. Denn ich hätte gerne ein Campfire. Bottled Water. Wäre wichtig. Machen wir es mal so. Und ich bräuchte irgendwie Holz gerade. Ich meine, wir können auch mit Fibers heizen. Aber eher nicht so meins. Okay, da hinten sind die Zombies. Ich muss auf jeden Fall vor Sonnenuntergang hier drin sein und auch schon ein bisschen was gemacht haben am Haus. So. Boiled grilled. Guck. Einmal. So. Und sehr schön. Ich kriege auch wieder Fu durch das Essen kriege ich auch wieder. Wieder erhöhte Dingens dazu. Also Gesundheit erhöht sich wieder. Turn off. Ja! Es geht wieder aufwärts. Okay, wir versuchen's. So. Also bevor die Nacht drin ist, möchte ich da oben gewesen sein. Möchte ich umgezogen sein, möchte ich schon ein bisschen was an Stacheln drumherum haben. Oh. 10.000 Kilometer sind wir schon gerannt. Beziehungsweise gereist. Ist mir egal. Verkackte Zombies, ey. So, oh, da ist noch eins. Und ich glaube, es gibt sowas wie Speck und Eier, was ziemlich stark ist für den Anfang. Also später ist sowieso eigentlich nur der Stew interessant. Ja.
Kommst du sowieso nicht hinterher. Ich werde gejagt. Oh. Am Tag sind die vollkommen harmlos, die Viecher. Ja, okay. Vor allem werde ich hier nicht den Schlafsack wegnehmen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Niemals den Schlafsack entfernen. Zumindest nicht den aktuellen. Liegt ganz einfach daran, wenn ich jetzt den Schlafsack hier entferne, dann habe ich keinen Respawn-Punkt mehr. Deswegen auf jeden Fall da lassen. Bis man wirklich umgezogen ist. Beziehungsweise man kann dann schon einen neuen Schlafsack irgendwo hinlegen. Nur ich finde es jetzt einfacher im Moment, einfach nur rüber zu rennen. Und naja, ich habe ihn gesehen. Kurz bevor ich getroffen wurde. Ich finde es jetzt einfacher, einfach hier rüber zu rennen. Oh, scheiße. Und mich dann an dem Punkt zu orientieren, den meine Bedroll ja da lässt. So. Weil wie gesagt, niemals den Spawnpunkt entfernen, weil sonst kann man irgendwo in der Welt spawnen. Und das ist immer scheiße. Ich hatte es mal auf einer anderen Map, dass ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, überall auf der Map so die Punkte zu setzen, also so kleine Unterschlüpfe zu bauen, dass ich zumindest eine normale Nacht da überlebe. Dass ich schnell dahin komme und eine normale Nacht da überlebe. Wirklich den Blutmond überleben tut man sowieso nur in der Hauptbasis. Weil so sicher kriegt man eigentlich nur eine Basis maximal. Oder man spielt halt irgendwie 5000 Stunden. Aber eine blutmondsichere Basis aufzubauen ist richtig, richtig schwer. Deswegen, am ersten der 7 Tage, also den ersten 7. Tag überleben die wenigsten. Ich wahrscheinlich auch nicht. Da werde ich dann aber in der Wohnung auf jeden Fall bleiben. So, das, alles weg. Erstmal alles aufbewahren. Ich kann es nur immer wieder sagen. Gibt nichts Wichtigeres als Loot. Leather. Craften. Das ist jetzt erstmal das erste. Turn on. Naja, schön wär's, wenn ich jetzt schon die Lederrüstung machen könnte. Also machen ja, aber wenn das Sinn machen würde. Das wäre schön, aber macht es leider nicht. Und den letzten. Ich dachte gerade, da steht ein Zombie-Farm im Fenster. So. Okay. Habe ich irgendwas mit, was ich nicht verlieren möchte? Nein, habe ich nicht. Jetzt, wo ich das sehe, ich glaube, ich gehe doch lieber nach da oben. Ist zwar super schwer zu erreichen, aber man muss
von da oben. Also die wird ziemlich einfach sein, die sicher zu kriegen. Aufgrund dessen, dass die super schwer zu erreichen ist. Hallo, Piepmatz. Schade. Ja, ist klar. Wahrscheinlich, wenn man nicht querfeld einläuft, wird das einfacher gehen, aber querfeld ein ist mir jetzt gerade lieber. Oh, scheiße, ich habe schon wieder überzogen. Leute, wenn es euch gefallen hat, like da, lasst mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei 7 Days to Die. Haut rein, bis dahin, ciao, ciao.